Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Sadi. Wie in meinem Hinweisvideo versprochen, werde ich euch jetzt bei der Aufgabe helfen bezüglich den Karneval-Clown-Zielscheiben. Ich werde euch die gleich auf der Karte zeigen und wie man die Aufgabe genau macht. Bevor wir aber dazu kommen, lasst mir doch bitte für dieses Video einen Like da, einen Daumen nach oben da. Es würde mich unheimlich freuen, motivieren und auch unterstützen, dass ich für euch weiterhin diese Videos mache und auch poste. Denn ich mache diese Videos als Spieler für euch als Spieler. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen möchtet mit Tipps, Tricks, Hinweisen, Gameplays, Funny Moments, Infos, Leaks und sonstigen Dingen, dann lasst mir auch bitte ein kostenloses Abo da und macht auch die Glocke an, dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Denn ich werde während der Season 6 und natürlich auch in der neuen Season 7 weitere Videos posten, um euch bei den Herausforderungen zu helfen und euch natürlich Infos weiterzugeben. Jetzt poste ich euch erstmal eine Karte, wo die Zielscheiben, die Karneval-Clown-Zielscheiben überall zu finden sind. Insgesamt habe ich euch 5 Stück auf der Karte markiert. Und zwar haben wir eine oben an der neuen Quadrennbahn, neben dem Campingwagen, also zwischen unter Junk Junction an der Quadrennbahn. Dann haben wir eine in Pleasantpark, links neben dem Footballfeld. Die nächste hätten wir bei Lonely Lodge, also zwischen Lonely Lodge und Retail Row beim Campingparkplatz. Da ist ja so ein Mittelweg, genau dort ist das zu finden. Die nächste hätten wir an der Brücke Richtung Paradise Palms und die letzte links neben Lucky Landing Richtung Flash Factory am Haus, also hinter der Holzbrücke sozusagen. Und dort werde ich auch jetzt anfangen, wie ihr hier in meinem Video seht. Und ich zeige euch gleich auch, was ihr hier genau machen müsst. Das Interessante an der Sache ist, ihr könnt diese Aufgabe auch auf der oder in der Spielwiese, in dem Modus Spielwiese erledigen, also ohne Stress. Könnt ihr diese Zielscheiben alle ablaufen oder abfahren oder abfliegen und könnt diese Aufgabe dort erledigen. Das wäre mein Tipp für euch, auf jeden Fall diese Aufgabe in der Spielwiese zu erledigen. Und hier seht ihr auch schon, ihr könnt mit der Spitzhacke dran gehen oder auch mit irgendeiner Waffe die Ballons abschießen. Und wie ihr seht, haut einfach drauf und die Punkte werden gezählt und da haben wir auch schon die Aufgabe gewertet bekommen. So, hier seht ihr jetzt den Anflug zur Brücke Richtung Paradise Palms und hier haben wir die Karneval-Clown Zielscheibe rechts neben der Brücke, wo es noch grün ist und noch keine Wüste vorhanden ist, und hier haben wir sie. So, und hier haben wir den Campingparkplatz. Hier befinden wir uns jetzt gerade zwischen Retail Row und Lonely Lodge und hier haben wir die nächste Clown Zielscheibe. Also wie ihr seht, ich bin die Clown-Zielscheiben von unten aufwärts, also wenn ihr das an der Karte gesehen habt, würde ich euch empfehlen, von unten anzufangen und Richtung Junk Junction Quadrennbahn und dann zu Pleasantpark. Je nachdem, schaut einfach, wie der Bus fliegt, der Battlebus, und wo ihr genau abspringen könnt, und macht euch einfach eine perfekte Route für euch selbst. Und wie gesagt, ohne Stress, hier sind wir gerade bei der Quadrennbahn. Wie gesagt, ohne Stress könnt ihr hier ganz locker und einfach die Aufgabe in der Spielwiese erledigen. Hier haben wir den letzten bei Pleasantpark. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Lasst mir bitte, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Wäre echt super von euch. Bis dann, euer Sadi. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Das würde mich unheimlich freuen, motivieren und auch unterstützen. Denn ich mache diese Videos als Spieler für euch als Spieler. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen möchtet, mit Tipps, Tricks, Hinweisen, Gameplays, Funny Moments, Infos und so weiter, dann einfach auch ein Abo dalassen und auch die Glocke anmachen. Das kostet euch auch nichts. Und für weitere Fragen und Anregungen einfach einen Kommentar dalassen. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich darauf zu antworten. Bis dahin tanzen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Bis demnächst, euer Sadi.